Auf einer kleinen Seitenstraße in Mörsmitte, nicht weit entfernt von der großen Einkaufsstraße, befindet sich die Barbara Buchhandlung. Ein kleines Geschäft, wo Schmökerfreunde alles rund ums Buch finden. Das Besondere, es handelt sich um einen inhabergeführten Buchladen. Durch Großunternehmen und dem Onlinehandel werden diese immer seltener. Katrin Olzog ist die Inhaberin der Barbara Buchhandlung. Sie liebt Bücher und wagte vor rund 3 Jahren den Schritt in die Selbstständigkeit. Und das, obwohl ihr damals alle davon abgeraten haben. Ja, das hat eigentlich wirklich fast jeder zu mir gesagt, insbesondere auch die Banken haben gesagt, nein, Finger weg, können wir nicht finanzieren, ist ein schwieriges Geschäft. Und ich habe gesagt, ich kann das, ich weiß, dass mir das großen Spaß macht und deswegen habe ich gesagt, ich probiere es einfach. Gesagt, getan. Mittlerweile läuft das Geschäft von Jahr zu Jahr besser. Das liegt wahrscheinlich am umfangreichen Angebot, das es hier gibt. Neben regelmäßigen Lesungen und Veranstaltungen setzt das Team um Katrin Olzog vor allem auf gute Beratung. Wir kennen die Kunden, wir lesen alle unglaublich viel und können sehr, sehr gut beraten und haben in diesem kleinen Laden eben auch sehr viel Zeit für die Kunden. Es ist halt, wir sind ja in der Seitenstraße, hier kommen die Kunden hin, die Zeit haben und wir haben eben auch die Zeit für unsere Kunden. Das ist, glaube ich, ein großer Vorteil, dass hier nichts irgendwie 0815 läuft, sondern jeder seine Beratung bekommt. Die Mörser sind offen, die sind total freundlich und nett und man fühlt sich in der Stadt hier einfach wohl. Wir sind ja so eigentlich schon Großstadt und trotzdem kennt man sich einfach. Und das ist das, was das Arbeiten hier sehr angenehm macht. Und wenn die Kunden das ebenfalls zu schätzen wissen, wird sich die Erfolgsgeschichte der Barbara Buchhandlung noch lange fortsetzen. Eine Geschichte, die beweist, sind die Umstände noch so schwierig, Träume sollte man nicht so schnell aufgeben.